Hallo und ganz herzlich willkommen zur RÜ-Entscheidung des Monats Juni 2019. Diesmal möchte ich Ihnen gerne eine zivilrechtliche Entscheidung aus dem Kaufrecht vorstellen. Dieses Rechtsgebiet hat stets eine besondere Prüfungsrelevanz. Der Bundesgerichtshof hat sich in seinem aktuellen Urteil vom 20.03.2019 eingehend mit dem Sachmangelbegriff in § 434 Absatz 1 BGB auseinandergesetzt. Sehr lehrreich ist dabei insbesondere die Abgrenzung der Beschaffenheitsvereinbarung von der vertraglich vorausgesetzten Verwendung. Das Gericht geht dabei von einer Fallkonstellation aus, in welcher der Käufer einer Verpackungsmaschine von einer bestimmten Mindestproduktionsgeschwindigkeit ausgeht, die allerdings nicht erreicht wird. Schauen wir uns das zunächst gemeinsam an, indem wir einen Blick auf den der Gerichtsentscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt werfen. Die K ist Produzentin und Großhändlerin von Vogelfutter. Das von ihr hergestellte Vogelfutter wird maschinell in Plastikbeuteln verpackt, die anschließend verschweißt werden. Im Jahr 2015 wollte K ihre Produktionskapazität erweitern und erwarb deshalb von der B eine weitere Verpackungsmaschine. Es ging im Einzelnen um eine Verpackungsmaschine zum Preis von 89.000 Euro. In der Auftragsbestätigung ist im Hinblick auf die Produktionsgeschwindigkeit eine Taktzahl von bis zu 40 Stück pro Minute genannt. Die Maschine wurde im Oktober 2015 geliefert. Im Dezember 2015 und Januar 2016 rügte K. eine zu geringe Produktionsgeschwindigkeit der Maschine, weil diese lediglich 9 statt der erwarteten 20 Beutel je Minute produziere. Im März 2016 leitete K. ein selbstständiges Beweisverfahren ein, mit dem sie Feststellungen zur Leistungsfähigkeit der Maschine begehrte. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Gutachten und Ergänzungsgutachten eingeholt, aus denen sich Folgendes ergibt. Die von K. angestrebte Produktionsgeschwindigkeit wird zwar nicht erreicht, gleichwohl ist die Maschine zum Verpacken von Vogelfutter in verschweißten Plastikbeuteln nach industriellen Maßstäben grundsätzlich geeignet. K. forderte die B. zunächst unter Fristsetzung auf, den aus ihrer Sicht bestehenden Mangel der zu geringen Produktionsgeschwindigkeit abzustellen. Nachdem B. dies ablehnte, erklärte K. am 25.02.2019 den Rücktritt vom Kaufvertrag und fordert von B. Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe der Maschine. Besteht ein solcher Anspruch zu Recht? K. könnte gegen B. einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Rückgabe der Maschine aus Rücktritt vom Vertrag haben. Ein Kaufvertrag zwischen K. und B. gemäß § 433 BGB kam spätestens mit Lieferung der von K. bestellten Maschine zustande. Die Verpackungsmaschine müsste ferner bei Gefahrübergang gemäß § 446 Satz 1 BGB einen Sachmangel gemäß § 434 Absatz 1 BGB aufgewiesen haben. Ausgehend vom subjektiven Fehlerbegriff differenziert § 434 Absatz 1 drei Arten von Mängeln. Ein Sachmangel liegt danach zunächst vor, wenn der Kaufgegenstand bei Übergabe nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Das wäre § 434 Absatz 1 Satz 1. Ferner bei fehlender Eignung für die vertraglich vorausgesetzte Verwendung. Absatz 1 Satz 2 Nummer 1. Und schließlich, wenn er sich nicht für die gewöhnliche Verwendung eignet oder nicht eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist oder die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann, Absatz 1 Satz 2 Nummer 2. Gefahrübergang gemäß § 446 Satz 1 BGB ist der Zeitpunkt der Übergabe, womit die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes im Sinne des § 854 BGB gemeint ist. Es könnte zunächst einmal ein Sachmangel gemäß § 434 Absatz 1 Satz 1 gegeben sein. Hier könnte eine bestimmte Mindestproduktionsgeschwindigkeit der Maschine als Beschaffenheit im Sinne des § 434 Absatz 1 Satz 1 vereinbart worden sein. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH setzt eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne von § 434 Absatz 1 Satz 1 voraus, dass der Verkäufer in vertragsgemäß bindender Weise die Gewähr für das Vorhandensein einer Eigenschaft der Kaufsache übernimmt und damit seine Bereitschaft zu erkennen gibt, für alle Folgen des Fehlens dieser Eigenschaft einzustehen.
Konkrete Anhaltspunkte, aus denen sich mit der gebotenen Eindeutigkeit ergäbe, dass die B in vertragsgemäß bindender Weise die Gewähr für eine bestimmte Produktionsgeschwindigkeit der Maschine übernehmen wollte, ergeben sich nicht aus dem Sachverhalt, auch nicht aus der Auftragsbestätigung. Eine Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Absatz 1 Satz 1 BGB liegt mithin nicht vor. Des Weiteren könnte es sich um einen Sachmangel gemäß § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BGB handeln. Dieser könnte darin liegen, dass eine für B erkennbar von der K gewünschte Mindestproduktionsgeschwindigkeit nicht erreicht wird. Unabhängig davon, ob die Vertragsparteien eine bestimmte Mindestgeschwindigkeit wirklich gemeinsam unterstellt haben, ist vorrangig zu klären, ob diese überhaupt Gegenstand einer vertraglich vorausgesetzten Verwendung sein kann. Die Vorschrift des § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BGB zielt mit dem Merkmal der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung nicht auf konkrete Eigenschaften der Kaufsache ab, die sich der Käufer vorstellt, sondern darauf, ob die Sache für die dem Verkäufer erkennbare Verwendung durch den Käufer geeignet ist. Hingegen darf nicht eine einzelne Eigenschaft der Maschine, hier das Erreichen einer bestimmten Produktionsgeschwindigkeit, zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung erhoben werden. Relevant für die Bestimmung der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung ist somit nicht eine Verpackung in einer bestimmten Geschwindigkeit, sondern allein die vorgesehene Nutzungsart, nämlich hier die Verpackung von Vogelfutter in verschweißten Beuteln nach industriellen Maßstäben. Dass eine solche Verwendung nach dem Vertrag vorausgesetzt war, ergibt sich bereits daraus, dass die Vogelfutter produzierende und vertreibende K, wie die B wusste, zur Erweiterung ihrer Produktionskapazität eine zusätzliche Maschine zum Verpacken des Vogelfutters in Plastikbeuteln suchte. Nach dem Ergebnis der Sachverständigengutachten war eine entsprechende Eignung für diese Nutzungsart grundsätzlich zu bejahen. Wichtig ist in diesem Urteil also Folgendes. Nach dem BGH darf nicht eine einzelne Eigenschaft der Maschine, hier das Erreichen einer bestimmten Produktionsgeschwindigkeit, zu der nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendung erhoben werden. Würde man das machen, so liefe das, so der BGH weiter, im praktischen Ergebnis darauf hinaus, die an eine Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 Absatz 1 Satz 1 BGB zu stellenden strengen Anforderungen entgegen dem Gesetz zu unterlaufen. Somit scheidet auch ein Sachmangel nach § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 BGB aus. Es könnte schließlich ein Sachmangel nach § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BGB vorliegen. Dieser setzt das Fehlen der Eignung zur gewöhnlichen Verwendung voraus. Da nicht ersichtlich ist, dass die von der K verpackte Ware besondere Anforderungen an die Maschine stellte, dürfte die hier nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung zugleich der gewöhnlichen Verwendung der Verpackungsmaschine entsprechen. Dementsprechend könnte die Maschine nach § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 BGB mangelhaft sein, wenn sie aufgrund von Qualitätsmängeln für die sowohl nach dem Vertrag vorausgesetzte als auch gewöhnliche Verwendung als industrielle Verpackungsmaschine nicht oder nur eingeschränkt geeignet wäre. Die Sachverständigengutachten kommen zu dem Ergebnis, dass die Maschine zum Verpacken von Vogelfutter nach industriellen Maßstäben geeignet ist. Ein Sachmangel gemäß § 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BGB liegt infolgedessen ebenfalls nicht vor. K hat gegen B somit keinen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises, Zug um Zug gegen Rückgabe der Maschine, aus Rücktritt nach den Paragraphen 437 Nummer 2, 323 Absatz 1, 346 Absatz 1 und 348 BGB. Übrigens, müsste man im vorliegenden Fall einen Sachmangel bejahen, so wäre ein im Jahre 2019 erklärter Rücktritt von einem 2015 geschlossenen Kaufvertrag im Hinblick auf Paragraphen 438 und 218 nicht unwirksam, weil das bereits im März 2016 eingeleitete Beweisverfahren die Verjährung, in dem Fall des Nacherfüllungsanspruchs, hemmt. Ich empfehle Ihnen sehr, diese, wie ich finde, sehr lehrreiche RÜ-Entscheidung, die unter dem Video verlinkt ist, noch einmal nachzulesen. Natürlich gibt es im Hinblick auf das Verhältnis der Sachmängelarten noch zahlreiche weitere wichtige Aspekte, etwa den Fall, dass die vereinbarte Beschaffenheit
und die vertraglich vorausgesetzte Verwendung miteinander in Widerspruch stehen. Dann wird beispielsweise die Frage relevant, ob der grundsätzliche Vorrang des § 434 Absatz 1 Satz 1 im Sinne einer Sperrwirkung ein Abstellen auf Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ausschließt. Man könnte aus dem Wortlaut des § 434 Absatz 1 Satz 2, soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, eine solche Sperrwirkung ableiten. Gleichwohl kann nicht ohne weiteres der Beschaffenheitsvereinbarung der Vorrang eingeräumt werden. Es ist vielmehr durch Vertragsauslegung zu ermitteln, was vorgeht. Bleiben danach Zweifel hinsichtlich des Rangverhältnisses von Beschaffenheitsvereinbarung und vorausgesetzter Verwendungseignung oder haben die Vertragsparteien beiden die gleiche Bedeutung beigemessen, geht die Beschaffenheitsvereinbarung vor. Weitere Infos hierzu und weiteren Aspekten finden Sie im Altmann-Schmidt-Skript Schuldrecht BT1. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal.